Hallo ihr Lieben, ich bin heute zusammen mit Martin Lanig für DB Regio NRW unterwegs. Und zwar haben wir einen richtig coolen Auftrag und der heißt, mach zusammen NRW unsicher. Das machen wir nicht alleine, sondern mit einer ganzen Familie, mit einer fünfköpfigen Familie, um genau zu sein. Die bekommen nämlich von uns ein schöner Tagticket NRW und damit reisen wir quer durch NRW. Es gibt natürlich super viele coole Sachen, die man in NRW machen kann, aber bei Martin Lanig bietet es sich natürlich an, dass wir was mit Fußball machen und deshalb machen wir alle zusammen heute eine richtig coole Fußball-NRW-Tour. Morgens überraschen wir die Familie, das heißt, sie wissen noch nicht, wo es hingeht. Auf jeden Fall steht aber fest, dass wir nachmittags ins Stadion gehen und uns die Partie Borussia Dortmund gegen den ersten FC Köln angucken. Und ja, ich freue mich auf einen richtig coolen Tag und jetzt lernt er die Family mal kennen. Da sind sie! Unsere Familie, mit der wir heute NRW unsicher machen. Hi Annika, Miriam, hallo Martina. Die Miriam, die Martina. Schorsch. Schorsch. Hallo. Schorsch. Ja. Schorsch. Ja. Marco. Der Marco. Da ist der Marco. Und Uli. Uli. Habt ihr Bock? Ja. Das Schöne an diesem wunderbaren Tag ist, wir müssen noch nicht mal schwarz fahren. Wir haben nämlich natürlich Tickets im Gepäck, die wir jetzt noch beschriften müssen. Was ist das? Das ist das Schöner Tag-Ticket NRW. Und das Tolle ist, das gilt für 5 Personen einen ganzen Tag lang. Martin, wo fahren wir jetzt hin? Wir müssen uns umdrehen, wir haben kein Licht. Jetzt, wo fahren wir hin? Weißt du nicht? Doch, aber man muss leise sagen, weil es eine Überraschung für dich ist. Wir fahren jetzt zum Fußballgolf. Wo ist das? In Essen, glaube ich. Machen wir. Während wir jetzt auf dem Weg sind zu unserem ersten Ziel, machen wir ein lustiges Spielchen. Und zwar lustige Fußballfragen. Und das Schöne ist, wir machen das Ganze 5 gegen 1. Fair, oder? Ja. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Okay, 5 gegen Martin. FC Köln, letztes Mal deutscher Meister, Martin. Oh. Wann habe ich da gespielt? Das war ihr könnt auch reingrätschen, ne? Ich gebe dir eine ist schon gefallen. Gut, die wird aber schon ein bisschen tiefer, weil ich mich erinnern kann. Letztes Qualifikationsspiel zur WM 90, wo Deutschland Weltmeister wird. 2-1 gegen Wales. In Köln. Wer schießt das Tor? Hessler. Hessler. Oh. Welcher deutsche Fußballer? Podolski! Nein, der letzte Meister Zyperns gewonnen. Ach, mach Gott. Die Garde. Man steht irgendwie 3-0, ne? Wir sind jetzt wieder ausgestiegen. Sven, wo sind wir? Zeche Zollverein, Weltkulturerbe. Ich liebe das, wenn man mir diese Dinge vorsagt. Jetzt kommt ein kleines Outing. Ich bin ja eigentlich so eine Automaus, ne? Ich lade immer alles ins Auto und fahre dann irgendwo hin. Aber ich muss sagen, ich bin gerade echt überrascht, wie gut man mit dem Regionalverkehr überall hinkommt. Das ist echt Wahnsinn. Wir sind jetzt irgendwie ein bisschen gefahren, sind schon in Essen. Man kommt einfach überall hin. Und das Coole ist, wenn man in einer größeren Gruppe ist oder wenn man mit der Family unterwegs ist, so Familienausflug, und vielleicht gar nicht alle in ein Auto passen würden, dann ist das eigentlich die perfekte Lösung, um überall in NRW hinzukommen. Und ich bin echt überrascht, wie einfach es geht. Und wenn ihr wissen möchtet, wovon ich die ganze Zeit eigentlich quatsche, here we go! Es geht um NRW, weil wir fahren durch NRW und man kann NRW mit dem Ticket entdecken, weil man einfach den ganzen Tag rumfahren kann. Das Ganze heißt Schöner Tag-Ticket. Das müsst ihr wissen, wenn ihr es kaufen möchtet. Man kann mit dem Schöner Tag-Ticket NRW nämlich mit maximal 5 Personen fahren und das für einen Preis. So, muss ich sonst noch was erklären? Nee, aber so viel, die Lisa, die mag das Ticket auch. Habt ihr eine Taktik? Wir haben eine Taktik. Das Runde muss ins Eckige. Das Runde muss ins Eckige. Und wer schießt jetzt? Du.
Wanne-Eickel und unser Trip durch NRW geht weiter. Geht's dir noch gut, Martin? Ja, mir geht's super. Das Ding ist, man kann in NRW ja wirklich sehr, sehr viel entdecken. Und jetzt gerade Wanne-Eickel. Und das Tolle an diesem schönen Tagticket ist ja, dass man sich einfach in den Regionalverkehr reinsetzen kann. Man kann durch ganz NRW düsen, wo einem gerade der Sinn nachsteht. Und wenn man es in Wanne-Eickel eben nicht schön findet, naja, dann fährt man weiter nach Dortmund und geht da Fußball gucken. Herzlich willkommen im wunderschönen Castrop-Rauxel. Herne, Wanne-Eickel, Oberhausen, Essen, Dortmund-Mengede, Dortmund-Nette, Dortmund-Westerfilde, Dortmund-Huckerde, Dortmund-Wischlingen, yeah, Dortmund-Dorstfeld. Wir sind angekommen am Dortmunder Hauptbahnhof und jetzt geht's noch eine Station weiter und dann sind wir am Stadion und dann gibt's endlich Fuppes. Ich habe noch jemanden gefunden. Hallo, wie geht denn das Spiel heute aus? Also ich denke 3-0. Für Köln. Sehe ich auch so. Was? Wenn man fußballmäßig in NRW unterwegs ist, dann kann man natürlich ein Fußballspiel gucken, so wie wir das heute machen. Man kann aber auch hier zum Stadion kommen und dann zum Beispiel sich da oben das Burgmuseum angucken. Das ist nämlich ein waschechtes Fußballmuseum. Wart ihr schon mal im Burgmuseum? Ja. Wie war's? Sehr interessant. Also absolut empfehlenswert, wenn man was sehen will. Ja. Also ab ins Burgmuseum. Zurück nach Köln und dann gehen wir noch in ein kleines Brauhaus irgendwie ein Schnitzelchen essen. Und ja, wir, ihr Lieben, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!